Hallöchen, meine lieben Pferdefreunde. Willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality, dem Browser Game. Ich habe es euch ja in der letzten Woche schon ja quasi angedroht, dass wir neue Fohlen bekommen. Und ja, es ist tatsächlich jetzt gestern und heute ist nochmal ein ganzer Schwung gekommen. Ich glaube, die ersten Fohlen bis dahin, also die hier, die habe ich selber noch nicht gesehen. Das ist jetzt quasi Premiere, mit euch zusammen diese Fohlen sich zusammen anzuschauen. Und ich bin mal gespannt, was jetzt dabei rumkommt. Ja, wir fangen einfach mal an. So, da haben wir einen kleinen Hengst. So, das ist eine komplette Eigenzucht. Warte, was hat der Papa? 606, ja, okay, ja, 683 ist nicht verkehrt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muss ich mal gucken. Ich habe an sich bessere Hengste vom GP her. Muss ich mal schauen, wie er sich so schlägt. Wenn er so die Konfi so beibehält wie sein Papa, dann würde ich das quasi machen, dass der Vater dann geht und der Sohn dann dafür bleibt. Weil es sieht gerade so aus, als wenn er kein... Doch, hat er. Schade, ich habe jetzt gerade gedacht, er hat kein Splash Byte 1. Nicht, egal. Aber er ist halt ein Brauner. Also er wird so aussehen wie der Papa. Er wird so aussehen wie der Papa, nur mit einer Blässe. Ja, warten wir mal ab. So wie es in Gesundheit... Die ist auch nicht so verkehrt. Ja, mal gucken. Wie gesagt, der ist ja gerade erst geschlüpft heute Morgen, der kleine Mann. Da schauen wir dann mal, wie sich das so entwickelt. Ein weiterer Hengst. Oh, bitte, jetzt sagt nicht, dass das alles nur Hengste jetzt geworden ist, der letzte Schwung. Dann weine ich aber. Leute, ich brauche keine Hengste, ich brauche Stuten. Oh, jetzt wird's brutal. Jetzt, das wird brutal, ich sag's euch. Auch komplette Eigenzucht. Na, was hast du? 28. Der wird definitiv, würde ich jetzt mal sagen, ist ein Kandidat für den Verkauf. Auch wenn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 very good hat. Der Vater hat nämlich nur 2. Da hat er sich nämlich die very goods von der Mutter gekrallt. Das wiederum ist nicht verkehrt. Es ist aber tatsächlich so auch, dass der hat definitiv ein Champagne wieder mit drin. Das sehe ich jetzt schon. Das ist in Ordnung. Aber 715. Und dafür, dass er dann eventuell nur ein Rabbi-Träger ist, ja, weiß ich nicht. Also ich möchte eigentlich mit dem GP vorwärts und nicht rückwärts, mein liebes Spiel. So, was hast denn du jetzt? Du hast ein Doppel-E, ein Doppel-A, ein Pearl, ein Champagne und ein Splash Byte 1. Der wird ein bisschen dunkler sein wie der Papa. Also der wird wahrscheinlich so aussehen wie die Oma. Ob ich ihn behalte, weiß ich nicht. Das hängt von der Konfi ganz stark ab. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Nein. Oh Mann, und ich sagte gerade jetzt doch bitte nicht nur Hengste. Leute, was ist denn das hier? Auch einmal von dem gleichen Hengst. Aber halt eine andere Stute. 714 GP. 2, 4, 5. Na? Ah, ich denke mal... Warte mal. Na gut, es hätte schlimmer kommen können. Ich denke aber mal auch, dass das ein Verkaufskandidat ist, mehr oder weniger. So, wartet mal. 714 und das sind beides aber Rabbi. Also er ist zu 100% ein Rabbi. Ob ich ihn behalte, weiß ich noch nicht. Er hat das Champagne auf jeden Fall nicht. Dafür hat er das dann aber mit dazu sich gekrallt. Schwierig, schwierig. Schwierig. Und nur mit 5 very good. Abwarten. Den haben wir ein Fini-Stütchen. Hui, das erste Mädchen heute in der Runde.
Und zwar, das ist von meinem Speedy ein, ein Sooty-Fohlen. Das sieht aber auch wieder so aus, als wenn es kein Sabino mit abbekommen hätte. Zwei Very Good, ein Average, das ist in Ordnung. Mit dem GP, das ist sowas von in Ordnung. Das ist alles im grünen Bereich, das ist auch in Ordnung. Ich hoffe, dass die Konfi jetzt nicht zu schlecht ist, weil meistens ist es tatsächlich so, dass wenn das GP gut ist und naja, der Rest leidet dann halt runter, dann sind die Konfis also wirklich für die Mülltonne. Ich sag's euch ganz ehrlich, ist dann einfach so ein Doppel-A und ein Splash White 1. Aber das ist auch nur wieder ein Träger. Ein Sabino-Träger. Schade, schade. Mal schauen. Warte mal, was hat denn die Mutter? Die Mutter hat noch mehr. Tja, das wird dann wieder so ein Verkaufskandidat. Wahrscheinlich. Also, ich sage jetzt erstmal mit wahrscheinlich. Letztendlich muss ich dann aber nochmal gucken, wen ich verkaufe später. Da müsste dann einfach jetzt nochmal ab nächste Woche Freitag, würde ich mal sagen, einfach mal die Augen offen halten, ob ich wirklich dann Fohlen in den Verkauf stelle, weil ich muss Fohlen verkaufen. Ich habe gerade wieder zu viel und da muss ich wieder aussortieren. So, schon wieder ein kleiner Hengst. Meine Güte, was ist denn hier los? Auch wieder eine komplette Eigenzucht. 694 ist besser wie der Papa, gar keine Frage. Ein bisschen auch besser wie die Mama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. Das sieht mir aber nach einem kompletten Füchschen aus. Ein Füchschen mit einem Splash White 1. Würde ich jetzt mal so tippen. Weil, wie gesagt, die Mutter hat ja das doppelt. Also wird er auf jeden Fall 1 mitbekommen haben. Auch wenn er sehr, sehr hübsch ist. Ist wirklich ein hübscher, hübscher kleiner Mann. Okay, er hat nur ein Splash White 1. Ja, wie gesagt. Aber das ist... Ich kann doch jetzt nicht nur Hengste hier beherbergen. Was ist denn das? Ach, Mann, Mann, Mann. Das... Nee. Also komm, eine Stute hätte da jetzt mit bei sein können. Ich hoffe, du machst jetzt nicht nur Hengste. Das... Der ein oder andere wird jetzt lachen, aber ich habe tatsächlich Hengste schon gehabt. Die haben, egal mit welchen Stuten ich die verpaart habe, es sind alles nur Hengste dabei rumgekommen. Das war der absolute Wahnsinn. So, was ist mit dir? 682. Hätte auch besser sein können. Hätte definitiv auch besser sein können. Auch wenn es ein Rabbi ist, der fliegt sowas von in den Verkauf. Also da kann ich schon mal Verkauf dran schreiben. Den möchte ich nicht behalten, auch wenn er ein Rappe ist. Aber das ist mir dann doch ein bisschen zu schlecht. Das, ja, nüchtern. Nüchterne Ausbeute, würde ich jetzt mal sagen. Doppel-E, Splash White 1 und das war's. Hätte schlimmer kommen können, also er hätte es durchaus auch doppelt abbekommen können. Ja, wie gesagt, aber wie gesagt, der bleibt definitiv nicht da, den werde ich verkaufen. So, dann ist diese kleine Fjordi-Stute, sage ich schon, Isländer-Stute, die einzige, die so ein bisschen aus der Reihe tanzt, dieses Video lang. Denn ich habe die auf dem Markt gekauft und ich habe die nur gekauft, weil sie ein Flexen ist. Ich habe mir gedacht, ich möchte ganz gerne bei den Isländern so ein bisschen noch mit auf Flexen gehen von der Farbe her. Weil einfach, man sieht irgendwie, vielleicht ist es jetzt nur so bei mir, aber ich sehe einfach auf dem Markt keine Füchse. Es gibt keine Füchse mehr bei den Isländern, geschweige denn Flexen. Also das, ja, wie gesagt, habe ich mir so gedacht, naja, dann holst du dir jetzt nochmal zwei Flexenstuten. Vielleicht kriege ich nochmal durch Zufall eine in die Finger. Ansonsten züchte ich mit der, wenn es soweit ist. Und ja, zu der kleinen Dame. 572 GP. Und 1, 2, 3, 4. 4 Very Good. 2 Average. War mir in dem Moment aber egal. Konfi. Ja, vielleicht schaffst du noch die erste Prämie. Wäre ganz nett.
Ansonsten ist es tatsächlich so ein kleines Projekt für die Farbzucht. Das ist eine reine Farbzucht, wie bei den englischen Vollblütern. Und ja, den schauen wir mal, was da so bei rumkommt. Den haben wir eine kleine Suti-Stute wieder. Und zwar auch von meinem Speedy, von meinem eigenen Hengst. Die hat ein GP von 697, ist vollkommen in Ordnung. Die hat 1, 2, 3, 4, very good, 2 average. Ist auch in Ordnung. Die Konfi ist allerdings nicht in Ordnung, das sage ich euch ganz ehrlich. Gesundheit ist auch irgendwie Rotze, ja, keine Ahnung, also ich werde sie wahrscheinlich erstmal nur wegen dem GP behalten, na, vielleicht noch nicht mal ganz. Könnte auch so ein Kandidat für den Verkauf sein. Muss ich mal, schreib mal Verkauf mit Fragezeichen dran und den einfach mal abwarten. Noch ein weiteres Stütchen, auch von meinem Speedy, und die ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Die hat 1, 2, 3, auch 4 Very Good, auch 2 Average, aber die hat ein GP von 681. Damit hat sie jedenfalls die Mutter ein bisschen GP-technisch überholt. Konfi-technisch, ja, okay, pendelt sie sich schon mal besser ein wie ihre Halbschwester. Abwarten, es wird interessant. Also die wird erstmal, also die wäre eher eine Kandidatin, wo ich sage, die bleibt als hier ihre Halbschwester. Da muss ich dann mal schauen. Dann haben wir noch einen kleinen Hengst, auch einmal von hier meinem Suti-Hengst vom Speedy. Und der hat ein GP von 660, was in Ordnung ist. Der hat 3, 4 Very Good und 2 Average. Irgendwie ohne 2 Average, das funktioniert nicht. 82 Konfi. Das ist in Ordnung von der Gesundheit her. Und ja, mal gucken, wie er sich sonst noch so schlägt. Ich denke aber mal nicht, dass er an die Konfi von dem Papa drankommt. Vielleicht verpaare ich die beiden nochmal miteinander. Und ja, gucken, was dabei rumkommt. Apropos rumkommen, die erste Stute in der Runde bei den Quarter Wars heute ist die kleine. Die ist auch von meinem kalten Mondlicht. Ja, das, wie gesagt, mit der bin ich ansatzweise zufrieden. Hätte auch schlimmer kommen können. 677 GP. Sie hat kein Champagne, aber halt Doppel-Splash-Bite 1 hat sie, dafür hat sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, very good. Macht sich bis jetzt ganz gut, also hätte durchaus schlimmer kommen können, dadurch, dass die Mutter ja so niedrig vom GP her ist, aber sie schafft die 81. Deswegen, ich glaube, die beiden, das hat ganz gut funktioniert, sollte ich vielleicht nochmal miteinander decken. Ja, gucken, was dabei rumkommt. Als nächstes wieder ein kleiner Hengst, wo ich jetzt aber auch nicht so weiß, ob ich den behalten soll. Es ist auch eine komplette Eigenzucht und der hat ein GP von 713. Er hat zwar Doppel-E, ein Pearl, ein Olvero und Doppel-Splash-White 1. Ist ein wunderhübscher Kerl, aber na wobei, wenn ich mir gerade so die Konfi ansehe, der könnte durchaus die 87 noch schaffen. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, habe ich überhaupt einen Hengst in der Preis? Ah, wobei, ich sehe gerade, der Papa macht bessere Konfi. Das, ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Der steht mit unter Beobachtung. Sagen wir mal so. Noch ein kleiner, ich habe irgendwie nur Hengste gekriegt. Hengstflut. Alles nur Hengstflut hier. Auch von dem gleichen Hengst. Und einmal von der Hot Chili, die 700, also das Fohlen hat 704 GP. Der hat ein Doppel-E, ein A, ein Splash White 1 und das war's. Dafür legt er mit der Konfi ganz gut los. Ja, der hat 10 Very Good.
Also auch wenn das jetzt nur ein Rabbi-Träger sein sollte, so wie der Vater, werde ich dafür dann aber den Vater weggeben und den Kleinen behalten, weil der sieht einfach viel, also mehr versprechend aus. So gerade von den Konfis jetzt her, so ich weiß, er ist erst zwei gelaufen, aber das ist durchaus gar nicht so schlecht, so verkehrt. Also das ist, ja, könnte man durchaus mitarbeiten. Eine kleine Stute bei den Quarterhorse, das ist einmal eine Fremdzucht, also der Hengst steht bei der Bachelor Lady. Möhrchen gehen auf jeden Fall raus, meine Gute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, very good, hat die Kleine. 684, so jetzt habe ich es aber. Ein A, Doppel Dunn, ein Splash White 1 und... Ich glaube aber nicht, dass es eine Flexenstute ist, oder? Ist das jetzt eine Flexenstute oder nicht? Da muss ich die Bachelor Lady mal kurz oder später mal fragen. Könnte jedenfalls eine Flexstute sein. Aber dann wäre das hier nochmal heller, oder? Hast du einen Pearl drin? Nee, hast du nicht. Ich glaube, dann wäre das nochmal heller, das hier. Das könnte... Na, mal abwarten. Gesundheit ist auch vollkommen in Ordnung, das hatte ich euch ja schon gezeigt. Das hatte ich euch auch gezeigt, alles klar. So, dann haben wir noch eine kleine Dame und ich glaube, das ist jetzt die, das ist jetzt wirklich die Krönung dieser Decksaison, diese kleine Dame. Die ist gestern, ist sie zur Welt gekommen und die hat mich sowas von den Socken gehauen. Das sind beides die Eltern. Und wo ich das GP aufgemacht habe, hier mit das hier und GP mir das angeguckt habe, habe gedacht so, ui, können wir das mal ganz kurz auf uns sacken lassen? 742. Können wir das mal ganz kurz sacken lassen? Das, ja. Und dann noch mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, very good. Die Konfi ist vollkommen wieder im Keller. Da regen wir uns aber nicht drüber auf. Also das ist mir sowas von egal mit der Konfi. Das ist wirklich, GP-technisch ist, hat die so einen Sprung gemacht, da war ich so happy drüber. Und das hier ist auch vollkommen in Ordnung. Also das ist das einzige Fohlen bis jetzt, womit ich zufrieden bin. Sage ich euch ganz ehrlich, das ist wirklich das einzige Fohlen aus diesem Hengst, wo ich hundertprozentig mit zufrieden bin. Da hat das Spiel mich mal lieb gehabt. Und ja, über das Champagne, was sie hat, hier, da kann ich drüber hinwegsehen. Alles andere ist vollkommen in Ordnung, ist mir sowas von egal. Aber die bleibt definitiv erstmal da. Und zu guter Letzt mit ein Hengstfohlen, das auch einmal von unserem Raben mit dabei ist. Hatte ich das doppelt? Irgendwie kommt mir das so doppelt vor. Doppelt gemoppelt? Moment mal. Das ist sowas von doppelt gemoppelt. Das, ja. So, Fazit. Ich möchte nochmal den Hengst ganz kurz jetzt aufrufen. So, warte mal. Der hat jetzt 1, 2, 3, 4 Fohlen. Der hat 4 Fohlen. 2 Hengste. Von wem waren denn jetzt die anderen? Das ist auch er gewesen. Auch er... Halt, dich brauche ich auch nochmal. Können wir dich aber mal da hinten hinsetzen. Von ihm. Und... Welches war es noch? Hoppala, da habe ich jetzt eins weggemacht. Genau, von ihm war es noch. So. Also... Gucken wir uns jetzt mal das ganze Drama hier an, was die veranstaltet haben. 2 Stuten, 2 Hengste ist in Ordnung. Das gar nicht, also durchwachsen, okay, können wir mit leben. Das sieht auch relativ durchwachsen aus. Das ist in Ordnung, ja? Ich erkläre euch gleich, warum ich das mache. So, hier sind jetzt nur wieder Hengste mit dabei. Ich glaube, es kommen aber noch ein paar Fohlen.
Ich meine, von ihm würden noch 2 Stuten Morgenfohlen bekommen. Genauso wie von ihm. Also da sind auch noch 2 Stuten tragend. Oder 3. Das sind auch nur Hengste. Ja. Warum mache ich das jetzt? Ganz einfach. Ich will einfach gucken, wie das durchwachsen ist mit den Geschlechtern. Ihr könnt mich da jetzt für verrückt erklären, ist mir egal. Aber ich habe tatsächlich schon, wie ich eben schon sagte, ich habe Hengste gehabt. Ich konnte die miteinander verpaaren. Egal welche Stute konnte ich da mitnehmen. Es sind nur Hengste bei rumgekommen. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo mir dann auch keiner mehr sagen kann, dass es Zufallgenerator ist. Also hier, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist durchwachsen. Bin ich vollkommen mit zufrieden. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Fohlen. Leider alle keine Sabino sichtbar, sind alles nur Träger mit dabei. Das ist aber nicht schlimm. Mit dem kann ich dann guten Gewissen weiterzüchten. Mit ihm hier genau das Gleiche. Also hier werde ich auf jeden Fall noch mal ein paar Stuten mit decken. Wenn da jetzt aber auch nur wieder Hengste bei rumkommen, ist das für mich dann schon wieder eher so ein Kandidat, wo ich dann sage, okay, der ist dann nur für Hengste verantwortlich, aus welchen Gründen auch immer. Und bei ihm muss man das dann auch noch mal so ein bisschen beobachten. Also deswegen, da muss man dann halt mal so ein bisschen gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen, die ganzen Nachzuchten von diesen 3 wunderschönen Hengsten zu sehen oder eher 4. Wenn ihr wissen wollt, wie ich die Stuten rausgesucht habe, findest du links unten das Video dazu. Ich verlinke es euch ganz gerne im Abspann und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in einer nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.